Das Meer. Die freie, hohe See, auf der es keine Staaten und keine Grenzen gibt. Richtig? Jein. Denn in unserer komplexen Welt von heute ist die Antwort auf die Frage, wem gehört das Meer, ein klares. Kommt drauf an. Dass zwischen dem tiefen Ozean und dem Küstenstrand unterschieden wird, überrascht wohl kaum. Auch, dass die Vereinten Nationen bei ihrer Aufteilung eine Rolle spielt, nicht unbedingt. Dass aber ein einziges, anonym veröffentlichtes Buch von 1609 ihre Grundlage ist, liegt nicht besonders nahe. Die Frage, wem die Weltmeere gehören, wurde mit der Entdeckung Amerikas bedeutend. Die Monate dauernden Handelsfahrten zwischen Kontinenten waren allerdings dominiert durch zwei Nationen. Denn nachdem der Papst im Vertrag von Tordesillas die Welt in eine spanische und portugiesische Region aufteilte, hatten beide Staaten ein päpstliches Handelsmonopol. Dann kam die Reformation und die päpstliche Ordnung war nicht mehr überall als gottgegeben akzeptiert. Gerade britische und niederländische Händler begannen, einen Teil vom Kuchen einzufordern. Dabei kam es auch zu Zwischenfällen. Die niederländische Ostindien-Kompanie besetzte die portugiesische Handelskaracke Santa Catarina vor Singapur und vereinnahmte die Ladung für sich. Auch wenn sich beide Staaten im Krieg befanden, war die Rechtmäßigkeit dieser Aktion umstritten und so sollte der frühe Aufklärer Hugo Grotius es per Rechtsgutachten legitimieren. Das hatte große Bedeutung, da die Ladung, die die Holländer ergatterten, zu diesem Zeitpunkt den Reichtum der Ostindien-Kompanie um über 50% steigerte. Eines der Kapitel dieses Rechtsgutachten veröffentlichte Grotius als Buch unter dem Titel Mare Liberum, das freie Meer. Es erklärte, dass die Meere niemandem gehören können und durch diese internationalen Gewässer die Schiffe aller Nationen frei fahren dürften. Dem entgegen veröffentlichte der Brite John Seldens 1635 das Buch Mare Clausum, das geschlossene Meer, indem er das Meer unter den Staaten in Interessenssphären aufteilte, gerade auch zugunsten des englischen Königreichs. Der Kompromiss daraus wurde erst 100 Jahre später geschaffen und bildet die Grundlage des internationalen Seerechts. Sie begrenzte das Hoheitsrecht auf eine Zone von 3 Seemeilen vor der Küste. Außerhalb von ihr sei das von Grotius beschriebene freie Meer. Dass sich das Hoheitsgebiet auf 3 Seemeilen außerhalb der Küste ausweitete, wurde mit der Kanonenschussregel begründet. Die Kanonen, die die Küste verteidigten, konnten nämlich bis zu 3 Seemeilen weit schießen. Diese Zweiteilung in Küstengewässer, das als Hoheitsgewässer zu einem Staat gehört, und internationalem freien Meer blieb für 2 Jahrhunderte die Aufteilung der Meere. Erst im 20. Jahrhundert begannen Nationen ihre Küstengewässer auszuweiten, da ihre Kanonenkugeln inzwischen deutlich weiter als 3 Seemeilen ins Meer flogen und die wirtschaftliche Nutzung bedeutender wurde. Neben dem Fischfang war das unter dem Meeresboden liegende Erdöl besonders von Interesse. Innerhalb der Vereinten Nationen versuchten die Staaten ein allgemeines Seerecht festzuschreiben und nach ein paar Zwischenstufen entstand erst in den 80er Jahren das Seerecht, wie wir es bis heute haben. 9 Jahre lang konferierten die Staaten, bis sie sich 1982 auf das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen geeinigt haben, dem Deutschland 1994 beigetreten ist. Im selben Jahr 1994 wurde das Seerechtsübereinkommen das heute geltende internationale Seevölkerrecht auf der gesamten Welt. Das Seerechtsübereinkommen teilt die Gewässer der Welt in mehrere verschiedene Regionen auf, die grob in 3 Kategorien fallen. Denen, in denen der Staat souverän ist, denen, in denen der Staat die wirtschaftliche Kontrolle ausübt und jener internationalen See, wie sie von Grotius beschrieben wurde. Essentiell für alle von ihnen ist die Basislinie. Diese Linie ist der Maßstab dafür, wie weit alle anderen Gebiete in die See reichen dürfen. Sie zieht sich entlang der Küste eines Staates bei Ebbe, der sogenannten Niedrigwasserlinie. Bei Buchten oder Inselgruppen, wie sie Deutschland zum Beispiel hat, werden passende Koordinaten festgelegt und anhand dieser eine gerade Basislinie gezogen, die deutlich vor der Festlandküste liegen kann. Der erste Bereich der See, der zwischen Landfläche und Basislinie, ist das innere Gewässer. Sie gehört ohne Ausnahme zum jeweiligen Staat.
Ihr vorgelagert ist das Küstenmeer, das bis zu 12 Seemeilen von der Basislinie aus ins Meer ragen kann. Ähnlich wie bei den inneren Gewässern ist auch das Küstenmeer vollständiges Staatsgebiet. Der bedeutendste Unterschied zu ihm ist, dass im Küstenmeer das Recht auf friedliche Durchfahrt gewährt werden muss. Das bedeutet, dass alle Schiffe das Recht haben, durch das Küstengewässer hindurch fahren zu dürfen. Als Alternative zum Küstenmeer gibt es auch das Archipelgewässer für Inselstaaten, in denen Inselgruppen größere Teile der See umschließen. Diese Archipelgewässer haben einen ähnlichen Status wie das Küstenmeer, können aber viel größere Gebiete umfassen. An der Grenze des Küsten- oder Archipelgewässers endet auch das Hoheitsgewässer, das zum Staatsgebiet zählt. Es ist die politische Staatsgrenze im Meer und hinter ihr beginnt die internationale See. Damit endet aber nicht der staatliche Einfluss. Bis zu 12 Seemeilen weiter reicht die Anschlusszone, in der der Küstenstaat weiterhin polizeiliche Befugnisse hat und zum Beispiel Zollverbrechen ahnden kann. Wir befinden uns aber bereits im internationalen Gewässer. Das bedeutet, dass hier die internationale Freiheit der Schifffahrt gilt und nicht unterbunden werden darf und jeder Staat frei seine unterseeischen Kabel und Rohre verlegen kann. Völlig unabhängig vom Küstenstaat sind sie allerdings trotzdem nicht. Die Staaten haben weiterhin wirtschaftlichen Einfluss. Für bis zu 200 Seemeilen von der Basislinie aus folgt dem Küstenmeer die ausschließliche Wirtschaftszone oder AWZ. Innerhalb der AWZ ist die Ausbeutung der Meere dem Staat vorbehalten. Das heißt, es braucht eine staatliche Lizenz, um hier zu fischen, aus dem Grund Erdöl und Erdgas zu fördern oder auch über Anlagen wie Windparks Strom zu produzieren. Auch die wissenschaftliche Meeresforschung und der Umweltschutz ist in ihrer AWZ die Aufgabe des Staates. Auch noch dahinter gibt es eine Zone, in der die Küstenstaaten das Vorrecht auf die wirtschaftliche Ausbeutung von Erdöl und Erdgas haben. Der Festlandsockel. Dieser hat keine feste Länge, sondern orientiert sich an natürlichen Grenzen. Erst hinter dem Festlandsockel beginnt die Hohe See, dem freien Meer von Hugo Grotius. Kein Staat hat über sie Souveränität, nicht einmal wirtschaftliche. Stattdessen wird es als gemeinsames Erbe der gesamten Menschheit betrachtet und gehört uns allen. Alle meint aber nicht dich und mich, sondern die internationale Meeresbodenbehörde der Vereinten Nationen, die die Hohe See verwaltet und den Abbau von Ressourcen reguliert und kontrolliert. Ihre Bedeutung wächst, da sich am Meeresboden riesige Teppiche aus Manganknollen finden. Diese Knollen, die in einer Million Jahren um einen halben Zentimeter wachsen, sind reich an wertvollen Ressourcen wie Kobalt und Mangan und dementsprechend wirtschaftlich sehr interessant. Ihr Abbau ist aber noch zu teuer. Deutschland hat mit Ost- und Nordsee gleich zwei Gebiete, in denen es vom inneren Gewässer bis zur AWZ Zonen an Souveränität besitzt. Dank der ostfriesischen und nordfriesischen Inseln besitzt Deutschland sogar in der Nordsee ziemlich weitgehende innere Gewässer, die das gesamte deutsche Wattenmeer umfasst. Das Küstenmeer, das auch zum Hoheitsgebiet zählt, reicht dabei bis nach Helgoland, sodass Deutschlands einzige Hochseeinsel seit 1994 weder politisch noch geografisch eine Hochseeinsel ist. Allerdings gibt es in direkter Nähe zu Helgoland eine deutsche Exklave in der See, die international seinesgleichen sucht. Die Bundesrepublik hat nämlich ein Gebiet ohne eine einzige Insel abgesteckt und als Teil des Küstenmeers deklariert. Es handelt sich hierbei um die Tiefwasserrede, einem wichtigen Halteplatz für Frachtschiffe. Sie wurde zum Hoheitsgebiet erklärt, um die Sicherheit der Schifffahrt und eine bessere Strafverfolgung an diesem Ankerpunkt sicherzustellen und ist mit einer Fläche von 82 Quadratkilometern größer als der Chiemsee und mehr als dreimal so groß wie die Fennbahn-Exklaven an der deutsch-belgischen Grenze. Sie ist also eigentlich die größte Exklave Deutschlands. Da sie über 12 Seemeilen von der Basislinie entfernt liegt, gibt es im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen einen extra Artikel, der erlaubt, die Tiefwasserrede zu den Küstengewässern zu zählen. In der Ostsee hingegen verzichtet die Bundesrepublik teilweise sogar darauf, die Grenze auf die vollen 12 Seemeilen von der Basislinie aus auszuweiten, vor allem an der deutsch-polnischen Grenze. Das liegt daran, dass diese Grenze zwischen Deutschland und Polen schon zuvor in einem Vertrag festgelegt wurde.
Mit 200 Seemeilen, das entspricht über 370 Kilometern, reicht die ausschließliche Wirtschaftszone so weit in die See, dass sie viele Meere gänzlich aufteilt. Auch die Ost- und Nordsee, weswegen in beiden Fällen Verträge geschlossen wurden, bis wohin die jeweilige AWZ der Küstenstaaten reicht. International gibt es aber zahlreiche ungeklärte AWZ-Grenzen und überlappende Ansprüche bringen zahlreiche kleinere und größere Konflikte mit sich. Nicht so in der Nord- und Ostsee, wo die deutsche AWZ neben den Nachbarländern der Niederlande, Polens und Dänemarks auch an Schweden und sogar Großbritannien grenzt. Diese sind dadurch aber keine Nachbarländer, da die Staatsgrenze bereits am Küstengewässer endet. Die Nordsee-AWZ, die der Form nach Entenschnabel getauft wurde, reicht bis in die Doggerbank hinein, wo sich eines von 6 Naturschutzgebieten außerhalb der deutschen Grenze befindet. Innerhalb des Entenschnabels sind zahlreiche Offshore-Windparks geplant und gebaut, die die Bundesrepublik mit erneuerbarem Strom versorgen soll. Diese sind parzellenweise aufgeteilt und lassen Freiräume zwischen ihnen. Sie sind notwendig, da in der AWZ Schiffe frei fahren dürfen. Dies wird durch die Freiräume sichergestellt, die eine Art Straßennetz im Meer bilden. Die Form des Entenschnabels kommt übrigens dadurch zustande, dass es im Einknick, den die dänische AWZ macht, sich von Dänemark genutzte Erdölfelder befinden. Zusammengefasst: Die Frage, wem gehört das Meer, hängt davon ab, was man unter Gehören versteht. Bestimmt wird es durch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, das seit 1994 die Weltmeere in verschiedene Zonen aufteilt. Diese Zonen werden von der Basislinie eines Staates gezogen. Zwischen der Basislinie und der Küste liegt das innere Gewässer und 12 Seemeilen von der Basislinie aus das Küstengewässer. Beides sind Staatsgebiet des Küstenlandes. Dieses Stück Meer gehört ihm und dahinter beginnt das internationale Meer. Damit ist es aber nicht ganz staatenlos. Neben der Anschlusszone, in denen der Küstenstaat polizeilich aktiv bleiben kann, findet sich hier die ausschließliche Wirtschaftszone oder AWZ, die bis zu 200 Seemeilen von der Basislinie aus ins Meer ragen kann. Auch wenn eine AWZ bereits im internationalen Gewässer liegt, darf dort dennoch nicht jeder einfach fischen. Die wirtschaftliche Ausbeutung der Meere, wozu auch Erdöl oder Windkraft zählt, ist dem Küstenstaat vorbehalten und auch der Umweltschutz und die wissenschaftliche Erforschung der Meere ist seine Aufgabe. Außerhalb davon ist es aber internationale See und jedes Schiff kann frei durch sie hindurchfahren. Die AWZs der Welt sind auch ein kleiner Konfliktherd, da es weltweit zahlreiche Streitigkeiten gibt, bis wohin die Wirtschaftszonen einzelner Staaten reichen. Hinter der ausschließlichen Wirtschaftszone findet sich der Festlandsockel, der noch weiter in die See ragen darf und dem Küstenstaat ebenfalls wirtschaftliche Vorrechte sichert. Erst dahinter öffnet sich die Hohe See, die nun wirklich frei ist. Sie ist das gemeinsame Erbe der Menschheit und gehört allen. Wird also gefragt, wem die Meere gehören, kommt es ganz darauf an, welches Stück Wasser gemeint ist.